glauben, ja, man mag es kaum glauben, aber ich habe schon wieder einen Gast in meinem Video. Diesmal Vicky von Vicky's Dance Love. Ihre Facebook-Seite findet ihr unten in der Infobox. Wer hätte es gedacht? Wenn YouTube nicht so zickig wäre, würde ich es euch hier sogar als Anmerkung reinschreiben, aber so lieb ist YouTube leider nicht. Ja, was wollen wir heute machen? Ich glaube, ihr habt es euch durch den Titel, durch das Thumbnail und durch dieses Kochbuch, was hier steht, schon beinahe gedacht, dass es heute um das Kochbuch A Modern Way to Eat von Anna Jones gehen soll. Es beinhaltet insgesamt über 200 vegane und vegetarische Gerichte, kostet 19,99 €. Und ja, ist wie jedes Kochbuch eigentlich unterteilt in Vorspeisen, Salate, Desserts, Hauptgerichte und so weiter und so fort, wie man das kennt. Wir haben mal ganz am Anfang ein bisschen was ausprobiert. Ein paar Fotos werde ich euch hier wahrscheinlich auch irgendwann mal zwischendurch einblenden. Ja, wie sind wir mit diesem Kochbuch klargekommen und wie hat das Ganze funktioniert? Ja, eigentlich sind wir ja mäßig gut damit klargekommen. Mäßig. Ja, mäßig. Es ist halt schon recht kompliziert geschrieben von den Abläufen her. Teilweise wird dann erst im fünften Schritt gesagt, dass man vor dem zweiten Schritt noch irgendwas machen sollte. Ist halt blöd. Vorher einfach das ganze Rezept durchlesen, hätte man machen sollen. Hätte wahrscheinlich geholfen, wenn man dann noch immer beim Einkaufen die richtigen Zutaten erwischt, dann wäre das auch noch ganz glorifiziös gewesen. Ja, was ich ein bisschen schade fand, war, wie schwer diese Zutaten zu kriegen waren. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater abends in die nächste kleine Stadt gefahren bin und wir locker 2 Stunden gebraucht haben und über 50 Euro für Zutaten ausgegeben haben, weil manche Gewürze einfach dermaßen selten und teuer waren, als wir dann in so einen Türkenladen gegangen sind. Und das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, sondern eine Tatsache. Da gab es die Sachen dann für die Hälfte. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen nach gelbem Senf gefragt und es hat, glaube ich, auch noch... Nee, schwarzer Senf war es nämlich. Schwarzer Senf, den kannte nämlich irgendwie kein Mensch. Ihr seht hier so Sachen, die sind bei uns normalerweise nie im Haus. Ich habe noch nie vorher mit Kokosraspeln gekocht. Süßkartoffeln waren auch eine kulinarische Neuentdeckung für meine Familie, aber wir können eh alle nicht kochen. Was diesem Kochbuch irgendwie gefehlt hat, war so der Hinweis, schauen Sie auf der nächsten Seite, da geht das Rezept weiter. Ja, und außerdem, Vorsicht, könnte scharf sein. Ja. Es ist ein indisches Kochbuch, klar, aber trotzdem, jetzt, wer nicht so an indische Gerichte gewöhnt ist und nicht an die Schärfe der Gerichte, könnte ein Problem kriegen. Also es ist tatsächlich natürlich ein englisches Kochbuch, aber wir wissen ja alle, Großbritannien, indische Kolonie, also Indien als Kolonie Großbritanniens und so weiter, wir erinnern uns. Und ja, Anna Jones wurde ja von Jamie Oliver ausgebildet, was auch dazu führt, dass sich die Rezepte auf einem ähnlichen Niveau begeben. Hier steht, einfache, saisonale, vegetarische Küche, so köstlich wie virtuos. Also wenn wir das erste Wort aus diesem Satz, nämlich einfach, streichen, mag das noch funktionieren. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Gerichte ganz und gar nicht einfach fand, mit mehr als 2 Stunden für ein eigentlich letzten Endes recht simples Gericht irgendwie übertrieben. Ja, ich glaube, dass auch die Abläufe ein bisschen kompliziert dargestellt waren, weil eigentlich hätte man das viel einfacher machen können, wenn man wüsste, wie es dann geht. Ne? Ja, und dieses Buch geht davon aus, dass man ein bisschen kochen kann, also dass man auch den Fachjargon kennt, was dieses, jenes und welche Wort bedeutet, wenn man, so wie ich, wenig kocht und nicht gut kocht, dann ist es manchmal ein bisschen schwer, das Buch zu verstehen. Ja, aber wenn man halt schon öfter gekocht hat oder sich da zumindest so ein bisschen auskennt, dann dürfte das auch kein Problem sein, aber wirklich die Zeit muss man sich nehmen. Und das ist jetzt auch nicht so Alltagsküche, wo man dann sagt, so ja, das mache ich jetzt jeden Tag, mich abends 3-4 Stunden in die Küche stellen, um mir dann irgend so ein Gericht zu zaubern. Ja, also wer tatsächlich nicht so viel Zeit hat, wird es mit diesem Buch echt schwer haben. Insgesamt würde ich sagen, sind das alles aufwendige Gerichte, die viele Zutaten brauchen, Zutaten, die man nicht immer im Haus hat. Wenn man die natürlich alle im Haus hat, ist es einfach. Man braucht schon mal nicht so viel Zeit zum Einkaufen und muss nicht so viel Geld ausgeben. Aber ein Anfängerkochbuch war es irgendwie nicht. Nee, auf keinen Fall. Also da ist man wirklich teilweise dran gescheitert. Ja. Bei indischen Begriffen, für die es eigentlich eine ganz einfache deutsche Übersetzung gibt. Ja. Also ich meine, ich habe ja einen Menschen hier im Haus, der das Hindi ein bisschen mächtig ist. Und die meinte dann bei dem und dem Begriff, ja, das ist das, hier, das ist einfach nur Brot. Und du denkst dir so,
Das heißt jetzt Brot. Und die schaffen es nicht, das auf Deutsch hinzuschreiben. Also ich weiß nicht, ob das am Übersetzer liegt oder daran, dass ich mich zu wenig mit der englischen Sprache beschäftigt habe und den indischen Einflüssen. Aber fand ich manchmal ein bisschen unnötig. Ja, das war wirklich ein bisschen unnötig und hat auch zu unnötigen Verwirrungen geführt. Das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wenn man mal was ganz Außergewöhnliches kochen will und es vielleicht vorher geübt hat, eigentlich so ein Buch eher zum Beeindrucken für die Fortgeschrittenen. Ja. Ja, also wenn wir es jetzt mal daran messen, was man dafür können muss, was man alles dafür haben muss, dann ist es definitiv was für Fortgeschrittene. Für die würde ich auch locker den silbergoldenen Bücherengel vergeben, aber für den absoluten Anfänger tue ich mich schon schwer damit, einen guten bronzenen Bücherengel zu geben. Also kein einfaches Buch. Ja, haben wir sonst noch was zu sagen? Guten Hunger? Guten Hunger, genau. Nämlich, natürlich ist es ein kompliziertes Buch, aber wir hoffen doch, dass ihr alles schafft, euren Gaumen ein bisschen zu erweitern, immer was Leckeres zu essen habt und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, auf meinem Blog und auf ihrer Facebook-Seite vorbeizuschauen.